So siehst du als Anwender deinen Computer. Aber was ist, wenn du das Gehäuse aufschraubst? Welche Komponenten befinden sich darin? Du kannst sie alle ausbauen. Du kannst sie schematisch darstellen in einer Zeichnung. Du kannst dir auch aus dieser Darstellung wieder etwas herausgreifen und dich fragen, wie ist das aufgebaut? Wie funktioniert das? Und wenn ich es noch weiter vergrößere, was kommt dann? Darum geht es in diesem Kapitel.